Im Sommer 1908 widmete sich Richard Gerstl intensiv der Freilichtmalerei. Er war am Traunsee auf Sommerfrische gemeinsam mit der Familie Schönberg und neben vielen landschaftlichen Motiven entstand auch dieses Paar im Grünen. Wer die zwei sind, ist bis heute schwer zu sagen, denn wie man sieht, ist hier, sie sind zwar repräsentativ dargestellt, allerdings fehlen die konkreten Gesichtszüge, sie sind nur schemenhaft. Und das ist auch der neue Weg, den Richard Gerstl beschritt. Er war, ihn interessierte nicht mehr das Realistische, sondern es war die Gestaltung, die Malweise an sich. Seine Pinselschrift ist energisch, spontan, virtuos gleichzeitig. Auf der anderen Seite, wir haben das Grün hier für Garten, für die Wiese, für die Bäume und auch da fehlt die Formgebung. In diesem Sinne war Richard Gerstl der erste österreichische Expressionist und mit seinen Sinneseindrücken, die er festhielt, wurde er auch zukunftsweisend für die nächsten Malergenerationen.